Liebe Zwettlerinnen und Zwettler, liebe Jugend, ich möchte Sie zum diesjährigen Neujahrsempfang sehr herzlich begrüßen. Einen herzlichen Gruß möchte ich auch Ihnen bitten, den Musikern vom OH Trompetenquartett. Sie werden uns am heutigen Abend musikalisch begleiten. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen auch am Beginn schon herzlich bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zum diesjährigen Neujahrsempfang der Stadtgemeinde Zwettl sehr herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. So wie im Vorjahr wollen wir auch den Neujahrsempfang 2022 wieder als Livestream im Internet übertragen. Zum einen, weil es die aktuelle Pandemiesituation in der gewohnten Form derzeit nicht erlaubt und zum Zweiten, weil es im Vorjahr ein großartiger Erfolg war, wofür wir als Gemeinde sogar ausgezeichnet worden sind. Es erwarten Sie bei diesem Neujahrsempfang Interviews zu Projekten und Veranstaltungen, Statements meiner Stadtratskolleginnen und Kollegen, die Übergabe von Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Zwettl an verdiente Persönlichkeiten, ein filmischer Jahresrückblick sowie die Neujahrswünsche unserer Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Ich wünsche Ihnen einen informativen und hoffentlich auch kurzweiligen Neujahrsempfang 2022. Als Gemeinde konnten wir mit Herrn Markus Füchsel einen neuen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit gewinnen und mit ihm werde ich nun das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Herr Bürgermeister Mold, wie war für Sie das Jahr 2021 im Rückblick betrachtet? Ja, das Jahr 2021 im Rückblick war das ganze Jahr über natürlich von den Auswirkungen durch Corona gekennzeichnet. Es gab viele Einschränkungen, es haben beispielsweise im Fasching keine Ballveranstaltungen stattfinden können. Wir haben unseren traditionellen Neujahrsempfang im Stadtsaal nicht durchführen können. Der Sommer war dann natürlich von etwas mehr Normalität gekennzeichnet, aber im Herbst, als die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind und durch den Lockdown im November gab es natürlich wieder keine Veranstaltungen, vor allem die Adventveranstaltung und der Adventmarkt in Zwettl am Hauptplatz konnten also ebenfalls wiederum nicht stattfinden. Das war natürlich sehr, sehr schade, obwohl es natürlich aus Gründen der Ansteckungsgefahr erforderlich war, darauf zu verzichten. Aber die Kommunikation unter den Menschen hat darunter natürlich sehr gelitten. Die Vereine haben darunter sehr gelitten, weil sie keine Aktivitäten durchführen konnten. Und das natürlich war das ganze Jahr über sehr, sehr prägend. Wie stark hat die Corona-Pandemie das Leben in der Gemeinde beeinträchtigt? Das Leben in der Gemeinde hat diese Pandemie sehr, sehr stark beeinträchtigt. Wir haben aber auch Maßnahmen als Gemeinde gesetzt, um diese Krankheit einzudämmen oder auch Menschen davor zu schützen. Das heißt,
Wir haben als Gemeinde seit März Teststraßen ins Leben gerufen. Jede Woche bieten wir dreimal einen Termin an, wo die Bürgerinnen und Bürger gratis und kostenlos testen können. Und das haben im abgelaufenen Jahr über 42.000 Personen in Anspruch genommen. Wir haben im März gemeinsam mit Notruf Niederösterreich auch die erste Impfstraße in der Stadthalle durchgeführt. Ab August kommt regelmäßig der Impfbus nach Zwettl und macht hier Station. Und in den letzten 4 Wochen vor Weihnachten haben wir auch eine Pop-up-Impfstraße gemeinsam mit der Wirtschaftskammer durchgeführt, wo auch eine eigene Kinderimpfung angeboten worden ist. Und in Summe konnten wir hier das ganze Jahr über 6.500 Impfungen verabreichen. Ich möchte natürlich dafür besonders unseren für Gesundheit und Soziales zuständigen Stadtrat Professor Dr. Manfred Weisinger sehr herzlich danken, weil er sich besonders dafür engagiert hat, diese Aktivitäten zu setzen. Ich danke allen Ärztinnen und Ärzten, die hier mitgewirkt haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Stadtgemeinde, auch den Stadt- und Gemeinderäten, die hier ehrenamtlich mitgewirkt haben, um das auch zu ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich überhaupt auch dem medizinischen und dem Pflegepersonal danken, die in diesem Jahr in unseren Pflegeheimen, aber auch im Landesklinikum unter besonders erschwerten Bedingungen ihre Aufgabe erfüllen mussten. Und auch Ihnen möchte ich ein herzliches Danke für Ihr Engagement und Ihre Arbeit sagen. Welche Projekte sind im Jahr 2021 umgesetzt worden? Wir sind ja als Stadtgemeinde Zwettl seit dem Jahr 2020 wieder Mitglied in der Niederösterreichischen Stadterneuerung. Die Stadterneuerung oder ein Wesensmerkmal der Stadterneuerung ist die Bürgerbeteiligung. Das ist natürlich unter Corona-Bedingungen besonders schwierig. Warum? Weil natürlich physische Veranstaltungen nur sehr eingeschränkt möglich waren. Wir sehr, sehr viele Veranstaltungen online durchführen mussten. Aber ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier beteiligt haben. Und ich möchte gleichzeitig aber auch die Bitte richten, wenn es hier weitere Veranstaltungen gibt, wenn sie nicht physisch durchgeführt werden können, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger sich bei den Online-Veranstaltungen hier wieder beteiligen und mit ihren Ideen für unsere Stadt mit einbringen. Das erste Projekt aus der Stadterneuerung, nämlich die Erneuerung der Stiege zwischen Schulgasse und Backgarage, konnte ja bereits umgesetzt werden, konnte im November in Betrieb genommen werden. Und ich glaube, es ist ein sehr gelungenes Projekt, weil ich hier sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auch von Seiten der Bevölkerung erhalten habe. Ja, was investieren wir derzeit noch? Es gibt natürlich ein großes Projekt, das ist die Sanierung unserer Kläranlage. Die Kläranlage ist doch schon über viele Jahrzehnte alt. Es geht hier darum, in einem 3-Stufen-Plan diese Anlage zu sanieren, sie wieder auf neuesten technischen Stand zu bringen, damit sie auch wieder die geforderten gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Gesamtkosten dabei sind ca. 2,4 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt konnte also im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Aber wie gesagt, 2 Bauabschnitte folgen noch, bis das Gesamtprojekt abgeschlossen wird. Aber wir investieren nicht nur in der Stadt Zwettl, auch in unseren Katastralgemeinden, beispielsweise in Groß-Globnitz, wo wir gemeinsam mit dem Sportverein mit Unterstützung des Landes und eben der Stadtgemeinde Zwettl neue Kabinen beim Sportplatz errichtet haben, oder in Marbach, in Rottenbach, wo wir den Tennisplatz gemeinsam mit dem Verein saniert haben, oder in Moldrams, wo das Feuerwehrhaus komplett umgebaut und saniert worden ist, um wieder den Anforderungen zu entsprechen. Ein besonderer Schwerpunkt ist in unserer Gemeinde natürlich immer die Sanierung und die Instandhaltung des Gemeindestraßennetzes und der zahlreichen Ortsdurchfahrten. Und weiters ein besonderer Schwerpunkt war im abgelaufenen Jahr die Fertigstellung der unteren Landstraße mit Errichtung der Begegnungszone, wodurch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wesentlich verbessert werden konnte. Ein lang gehegter Wunsch zum Thema Verkehrssicherheit konnte ebenfalls umgesetzt werden. Ein Wunsch der Bürgerinnen und Bürger im Bereich Südhangstraße, wo also auf der Weitrer Straße ein Fahrbahnteil errichtet worden ist, damit also das Überqueren der Fahrbahn dort für die Bürger, aber auch vor allem für die Kinder, die zum Kindergarten dort gehen müssen, sicherer erfolgen kann. Und im Bereich Bildung konnten 2
Schulprojekte in Betrieb gehen, nämlich die neu errichtete Krankenpflegeschule, die in Betrieb aufgenommen hat, und die neue Turnhalle bei der Sportmittelschule, die also ebenfalls in diesem Jahr in Betrieb genommen werden konnte. Die Stadtgemeinde hat ja im abgelaufenen Jahr auch ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Ja, die Stadtgemeinde Zwettl ist in der Form, wie sie heute besteht, 50 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum haben wir natürlich mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert, weil es meiner Meinung nach eine Entscheidung mit einerseits Mut, aber andererseits auch von besonderem Weitblick war. Diese Entscheidung der damaligen Verantwortungsträger in den 14 ehemals selbstständigen Gemeinden, sich zur Großgemeinde Zwettl zusammenzuschließen. Wir haben aus diesem Anlass verschiedene Aktivitäten gesetzt, beginnend mit dem Aufstellen von Jubiläumshinweistafeln an den Gemeindegrenzen, um auf dieses Jubiläum aufmerksam zu machen, mit Bierdeckelbastel, welches wir den Gastwirten zur Verfügung gestellt haben. Erster Höhepunkt zu diesem Jubiläum war die Präsentation eines Bildbandes Zwettl im Mittelpunkt des Waldviertels. In diesem Bildband wird natürlich besonders auch auf die Entwicklung, auf das Zustandekommen der Stadtgemeinde Zwettl eingegangen und darauf hingewiesen. Und Ende Mai haben wir im Alten Rathaus eine Sonderausstellung zum Thema 50 Jahre Großgemeinde eröffnet. Wir haben zu diesem Projekt auch die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen eingeladen und ich muss heute feststellen, dass über 200 Schülerinnen und Schüler an diesem Zeichen- und Aufsatzwettbewerb teilgenommen haben. Das Motto war: Wie stellst du dir Zwettl im Jahr 2030 vor? Und es sind ganz tolle und interessante Vorschläge hier von den Schülerinnen und Schülern eingegangen. Und am 18. September haben wir dieses Jubiläum bei einem Festakt im Stadtsaal gefeiert. Dazu waren natürlich neben dem Herrn Landesrat Ludwig Schleritzko auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur eingeladen. Ebenso aber auch die Bürgermeister unserer Partnerstädte. Zwettl hat drei Partnerstädte, Plochingen in Deutschland, Jindřichův-Hradec in Tschechien und Zistersdorf im Weinviertel. Und mit den Bürgermeistern unserer Partnerstädte haben wir als Zeichen der Verbundenheit auch einen Baum bei diesem Jubiläum gepflanzt. Und zum Thema Bäume möchte ich überhaupt noch erwähnen, seit dem Jahr 2020 überbringe ich jeder Familie in unserer Gemeinde, wenn also ein Kind geboren wird, einen Lebensbaum, entweder einen Obstbaum oder einen Nadelbaum, je nach Wunsch der Familie. Und diese Bäume sind meiner Meinung nach erstens ein Zeichen für neues Leben. Sie sollen der Familie Glück bringen, später wahrscheinlich einmal gutes Obst und uns allen wertvollen und wichtigen Sauerstoff. In Zeiten von Corona muss ja auch die Gemeinde auf andere oder neue Kommunikationskanäle setzen. Welche Erfahrungen haben Sie da im abgelaufenen Jahr gemacht? Ja, Corona hat uns natürlich erfinderisch gemacht. Wie können wir unsere Kommunikation, wenn es keine physischen Veranstaltungen gibt, trotzdem nicht nur aufrechterhalten, sondern verbessern? Ich habe am Beginn unseres Gespräches schon gesagt, dass wir zum Beispiel den Neujahrsempfang im Stadtsaal nicht durchführen konnten. Daher ist die Idee geboren worden, machen wir diesen Neujahrsempfang doch in digitaler Form und liefern wir diesen Neujahrsempfang unseren Bürgern nach Hause ins Wohnzimmer. Das war eine, glaube ich, hervorragende Idee. Ich glaube, wir waren die Ersten hier in Niederösterreich. Diese Idee ist gut angekommen und wir haben dafür auch einen Preis erhalten. Die Volkskultur Niederösterreich hat einen Wettbewerb durchgeführt unter dem Titel ComCom, also wo es um Kommunikation gegangen ist. Da gab es verschiedene Sparten. Eine davon war Krisenkommunikation und in dieser Sparte haben wir diesen Neujahrsempfang eingereicht, wo wir den dritten Platz landesweit erreichen konnten. Und auch die Gemeindenachrichten, die Gemeindezeitungen, das war eine eigene Sparte. Hier haben wir von 190 eingesandten Projekten den fünften Platz erreicht und ich glaube, das sind tolle Platzierungen. Dazu möchte ich natürlich unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern im Haus, die dafür verantwortlich sind, nicht nur sehr herzlich danken, sondern auch sehr herzlich gratulieren. Ich glaube, eine solche Auszeichnung motiviert auch. Das ist wichtig für die Zukunft. Danken möchte ich aber auch dem Team von Adler und Wald, denn die waren letztlich dafür verantwortlich, dass wir den digitalen Neujahrsempfang auch so umsetzen
und durchführen konnten. Mhm. Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch. Bitte. Ja, das letzte Jahr war sicher das arbeitsintensivste Jahr, an das ich mich überhaupt erinnern kann. Ja, auf der Interne haben wir eine Station mehr zu betreuen gehabt, das war die Corona-Station. Alleine hätte man das auch sicher nicht geschafft, aber wir haben Hilfe bekommen von sämtlichen anderen Abteilungen vom Haus. Ärztlicherseits, aber auch viel Hilfe auch von der Pflege bekommen. Ja, und dennoch sind wir immer wieder an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen, wo ich da schade gefunden habe, dass einige Kollegen von der Pflege dann auch das Haus verlassen haben, um Dienstaustausch angesucht haben. Das finde ich schade, aber auf der anderen Seite war es dann auch schön zu sehen, dass man dann doch als ganzes Haus zusammenhilft und ein großes Team ist und doch zum Wohle der Patienten da sind und das Beste geben. Die Schwierigkeit, wenn ich denke an die Corona-Station, wenn man da Visite macht, zu den Patienten hineingeht, man ist ja komplett angezogen mit Schutzausrüstung, mit Maske, mit Visier und Haube. Die Leute haben ja teilweise Angst gehabt von einem. Ja, wenn man überlegt, das sind oft sehr alte Patienten, oft auch demenzkranke Patienten. Und die haben oft zum Schreien begonnen oder haben wirklich Angst gehabt vor einem. Die haben geglaubt, dass wir irgendwas antun wollen. Aber im Gegenteil, wir wollen ihnen ja helfen. Und das war für mich oft das ganz Schwierige in dieser Situation, dass man gedacht hat, wo ich das voll schade gefunden habe, einfach, dass die so reagieren auf einen. Für mich persönlich war wieder so wichtig, dass ich zu Hause eine Familie habe, wo ich einfach das dann zum Glück auch vergessen kann, was da im Spital alles passiert, diese immense Last, was da auf einem drauf liegt im Spital, dass ich das dann abladen kann und zu Hause dann ein anderes Leben quasi führen kann in der Familie und die einfach abgelenkt wird und die das nicht mit haben, einfach nicht mehr tun. Und da habe ich die Familie so richtig schätzen gelernt zu Hause. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen auch heuer wieder auf diesem Wege meine Neujahrsbotschaft übermitteln. Bereits im vergangenen Jahr mussten wir pandemiebedingt diesen etwas ungewöhnlichen Weg wählen. Ich habe damals die Hoffnung geäußert, dass wir das nur einmal machen müssten und habe mir gewünscht und für Sie alle gewünscht, dass die Pandemie in ein paar Monaten vorbei sein möge. Das vergangene Jahr hat uns leider Gottes gezeigt, dass der Wunsch ein frommer geblieben ist. Die Pandemie hat uns im vergangenen Jahr noch fest im Griff gehabt. Aber dennoch, auch neben der Pandemie sind von manchen vielleicht unbemerkt viele Dinge geschehen in Zwettl. Ob es im Bereich des öffentlichen Verkehrs war, wie zum Beispiel die Eröffnung der Begegnungszone. Ob es im Gesundheitswesen war, wie zum Beispiel die Inbetriebnahme der neuen Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Es ist in der Stadtgemeinde Zwettl viel für die Weiterentwicklung der Stadt, viel für die Bevölkerung getan worden, neben der Pandemie. Und dafür möchte ich mich bei dir, lieber Franz Zeiger, der Bürgermeister, und bei all den verantwortlichen Stadt- und Gemeinderäten recht herzlich bedanken. Die Pandemie hat uns ja leider Gottes dann noch zum Schluss des Jahres einen etwas zweifelhaften Bekanntheitsgrad beschert, da wir über mehrere Wochen hinweg die Nummer 1 in der sozusagen Hitliste der Corona-Infektionen waren. Wir haben über mehrere Wochen die höchsten Inzidenzen in ganz Österreich gehabt. Derzeit sieht es noch ein bisschen besser aus. Wir sind derzeit zwar auch die Nummer 1 in Niederösterreich, allerdings Gott sei Dank von hinten. Wir haben momentan die niedrigsten Inzidenzen. Ich zweifle aber leider Gottes nicht daran, dass sich das in Bälde wird ändern. Wir sehen im Rest Niederösterreich bzw. auch in den anderen Bundesländern schon, dass die in letzter Zeit sehr stark sich ausbreitende Omikron-Variante auch bei uns bald aufschlagen wird. Mein Neujahrswunsch ist daher neben dem allgemeinen Erfolg, alles Gute, was man üblicherweise zu Neujahr wünscht, vor allem der, dass Sie gesund bleiben und vor den Folgen einer allfälligen Infektion geschützt bleiben mögen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was wir alle gemeinsam dazu beitragen können, es ist immer wieder in den Medien, es wird immer wieder im Fernsehen von Expertinnen und Experten gesagt, ist das Impfen da, das, wie auch kürzlich zitiert und sehr in den Medien gebracht wurde, unsere wirksamste Waffe
im Kampf gegen das Virus ist. Und ich glaube, das ist so eine einfache Möglichkeit, die jeder für sich machen und leisten und damit einen Beitrag leisten kann zu unserem Gesundheitssystem. Denn das wird auch wahrscheinlich demnächst wieder auf eine starke Probe gestellt werden. In diesem Sinne darf ich Sie ersuchen, bleiben Sie vorsichtig, halten Sie Abstand, bleiben Sie dabei, die Maskenpflicht einzuhalten, gehen Sie, sofern Sie noch nicht waren, boostern, beziehungsweise sofern Sie überhaupt noch nicht gewesen wären, gehen Sie impfen, denn ich hoffe inständig, dass es uns dann endlich gelingen wird, dass das wahr wird, was ich mir voriges Jahr schon gewünscht habe und was ich mir heuer wieder wünsche, dass im kommenden Jahr hoffentlich in Bälde die Pandemie vorbei sein möge. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einmal alles erdenklich Gute und Gesundheit für das Jahr 2022. Gerald Knöllsdorfer, zuständig für Straßen, Wasserbau, Bauhof, Altstoffsammelzentrum und Winterdienst. Wir befinden uns hier bei der neuen Stiegenanlage zwischen Gartenstraße und Schulgasse. Ist ein wunderschönes Projekt geworden mit Gesamtkosten von 179.000 Euro. Haben wir in die Stadterneuerung eingebracht und wird zu 79.000 Euro gefördert seitens vom Land. Dafür ein großes Danke an das Land. Wir haben schon sehr gute Resonanz aus der Bevölkerung, dass es wirklich ein wunderbares, schönes Projekt geworden ist. Weitere Sachen aus meinem Ressort, was passiert worden ist, heuriges Jahr war die Fertigstellung der Begegnungszone, unsere Landstraße, mit einem Gesamtvolumen von 380.000 Euro. Und am 3. September hat der Bürgermeister zu einem Begegnungsfest eingeladen, war eine kleine, aber schöne Veranstaltung, wo doch etliche Leute gekommen sind und ist sehr gut angenommen worden. Zu der Begegnungszone hätte ich noch eine große Bitte, da möchte ich also einen kleinen Aufruf starten an die Bevölkerung. Begegnungszone heißt, die Verkehrsteilnehmer dort, ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, sind gleichberechtigt. Jeder hat das gleiche Recht, sich dort zu bewegen. Und darum meine große Bitte an die Autofahrer, bitte nehmt mal ein bisschen Rücksicht auf die Fußgänger. Wir hören immer wieder Meldungen, dass die Fußgänger dort nicht über die Straße gehen können, weil die Autofahrer einfach nicht stehen bleiben. Bitte, bitte ein bisschen Rücksicht nehmen. Dann werden wir alle mit dieser Begegnungszone eine Freude haben. Was haben wir noch geschaffen? Ein großes Anliegen seitens der Gemeinde war auch eine zweite Park-and-Ride-Anlage. Haben wir schaffen können, heuriges Jahr draußen bei der Auffahrt oder Abfahrt Ruttmanns in diesem Bereich mit 89 Stellplätzen. Dankenswerterweise hat es die Straßenmeisterei gemacht mit ansässigen Firmen. Was auch ganz wichtig ist, die Gesamtkosten von 180.000 Euro hat zur Gänze das Land übernommen. Und der Gemeinde überbleibt jetzt nur mehr die Erhaltung und die Erhaltungskosten, halt, was halt im laufenden Jahre halt anfallen. Dafür ein großes Danke an das Land Niederösterreich für diese wunderschöne Park-and-Ride-Anlage. Aber wir haben nicht nur in der Stadt Zwettl was geschafft, wir haben auch in den Ortschaften draußen. Wir haben sehr viele Ortschaften auch dort ein Projekt umgesetzt. Unter anderem eines im Schloss Rosenau. Dort sind die Ortsdurchfahrt teilweise saniert worden. Dann haben wir auch in Neusiedl, in der KG Neusiedl, einen Weg saniert. Und auch in Klein-Meinhardt. In Klein-Schönau haben wir eine Bushaltestelle geschaffen für die Schüler. Das war dort auch nicht zufriedenstellend. Die Buslinie hat die Richtung umgedreht. Jetzt haben wir auch die Bushaltestelle durch neu konfigurieren müssen. In Groß-Globnitz haben wir eine Auftrittsfläche geschaffen für die Schüler, wenn sie von Zwettl rausfahren Richtung Groß-Globnitz, dass sie gesichert aussteigen können. Neben der vielbefahrenen Bundesstraße. In der Ortschaft Ratschenhof haben wir auch teilweise einen Gemeindeweg saniert, direkt in der Ortschaft drinnen und auch in der kleinen Siedlung, was es dort gibt. Die Siedlungsstraße ist saniert worden. In Ruttmanns haben wir sich angeschlossen an die Sanierung der Ortsdurchfahrt vom Straßenmeister. Da haben wir auch Gehsteig saniert und ein paar Steinmauern sind dort saniert worden. Ja, dann haben wir noch heuriges Jahr auch etliche Unwetterschäden gehabt auf unsere Gemeindeschotterwegen in einem Gesamtvolumen von 35.000 Euro. Und darf ich dankenswerterweise ein großes Danke an unsere Bauhof-Mitarbeiter sagen, die was dort immer bei den Unwetter dann vorbei sind, immer schauen, dass die Wegen immer schnell saniert sind, dass die Leute dort drauf wieder fahren können, ohne gröberen Probleme. In diesem Sinne möchte ich mich noch mal bei allen bedanken. Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern von der Gemeinde Zwettl ein schönes neues Jahr 2022, viel Gesundheit und wir hoffen alle, dass das ein bisschen leichter und entspannter wird. Danke. Als zuständiger Stadtrat für öffentliche Beleuchtung sind wir jetzt in Neusiedl
Da haben wir die ganze Ortschaft auf LED umgestellt. Das sind 13 Lichtpunkte und die Kosten haben sich belaufen auf 3.700 Euro. Und die Energieersparnis ist zwischen 50% und 60%. Weitere Projekte haben wir heuriges Jahr gehabt in der Stadt Zwettl, in der Begegnungszone und obere Landstraße. Da sind die Verkabelungen neu gemacht worden und die Lichtpunkte neu gesetzt worden. Ein weiteres Projekt haben wir gehabt in Ruthmanns. Da im Zuge der Kanalbauten sind auch die ganzen Kabelarbeiten erledigt worden und auch neue Lichtpunkte gesetzt worden und auch auf LED umgestellt. Weiters bin ich zuständig für unseren Gemeindewald. Das heurige Jahr hat uns die Natur sehr geholfen, durch das, dass im Frühjahr und Sommer viel Regen gefallen ist. Da hat sich die Käfersituation leicht entspannt. Wir haben trotzdem noch über unseren Einschlag, Normaleinschlag, 100 Festmeter überschlägen müssen. In Friedersbach wird mit der Agrarbezirksbehörde und mit weiteren 18 Grundeigentümern ein Wegenetz erschlossen für Rückungswege, die und da unterstützt die Gemeinde das Projekt. Und ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei unserem Gemeindeförster, der sehr umsichtig ist bei unseren und sehr viel Kontrollarbeiten hat. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für seine Arbeit. Und weiters möchte ich mich bedanken bei unserem Herrn Sachbearbeiter, Herrn Ingenieur Michael Tüchler, der mich sehr unterstützt, auch bei öffentlicher Beleuchtung. Die Gemeinde mit ihren 122 Mitarbeitern in 31 Dienststellen war auch 2021 sehr gefordert. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihr Engagement. Neu eingeführt haben wir die Handysignatur und dieses Angebot wurde von 160 Personen in Anspruch genommen. 2021 wurden 7 Volksbegehren beantragt und im Bürgerbüro erledigt und der Alltag war geprägt von Testen und Impfen. In unserer Teststraße wurden ca. 43.000 Personen getestet. Die Impfstraßen in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, dem Landesklinikum und dem Roten Kreuz wurden mit vielen Helfern abgewickelt und rund 6.550 Personen und 160 Kinder wurden dort geimpft. Ein Dankeschön an alle, die sich hier bereit erklärt haben, sich Zeit zu nehmen und hier mitzuwirken. Wir waren auch sehr fleißig in der Gemeinde. Wir hatten 45 Sitzungen, Ausschusssitzungen, Stadtrat und Gemeinderatssitzungen. In diesen Sitzungen wurden rund 300 Tagesordnungspunkte größtenteils einstimmig beschlossen. 75 Erdenbürger erblickten das Licht der Welt und in unserem Bauamt wurden rund 270 Bau- und Abbruchsverfahren erledigt und bearbeitet. Musik. 2021 war unser Kulturleben natürlich auch durch Corona bedingt sehr beeinträchtigt. Trotzdem hatten wir rund 106 Veranstaltungen von unseren Kulturinitiativen und Kulturschaffenden und rund 6.800 Besucher kamen in den Genuss. Ein großes Dankeschön an alle Kulturschaffenden für ihren Einsatz und ihr Engagement, dass sie trotz der Rahmenbedingungen diese Veranstaltungen und Events abgehalten haben. Einige Highlights des vorigen Jahres. Anlässlich 50 Jahre Großgemeinde gab es die Buchpräsentation, das Zwettlbuch im Frühjahr, die Ausstellung anlässlich 50 Jahre Großgemeinde im Alten Rathaus und natürlich auch den Festakt im September. Der Kulturverein Sirnau feierte sein 10-jähriges Jubiläum. Und ein Highlight war sicher die Präsentation des Buches L&L, Linde Waber und Lotte Ingrisch im Sparkassensaal anlässlich der runden Geburtstage der beiden Damen. Im Schritt! Marsch! Im Herbst fand die Marschmusikwertung des Blasmusikvereins des Bezirkes Zwettl statt, in Kooperation mit dem SC Sparkasse Zwettl und dem Musikverein Karl Michael Zierer. 10 Blasmusikvereine haben daran teilgenommen und rund 700 Musikerinnen und Musiker konnten nach langer Abstinenz endlich wieder die Blasmusik erleben und spielen.
habe die Stadtratsfunktion von meinem Vorgänger Ewald Gerber übernommen und wurde in der Gemeinderatssitzung Ende September zur Stadträtin für Friedhofsverwaltung, öffentliche Toilettenanlagen und Umweltförderungen gewählt. Ich engagiere mich jetzt mit großer Freude für diese Agenden und besonders freut es mich, dass es heuer wieder die Umweltförderungen gibt. Die Stadtgemeinde Zwettl fördert heuer wieder Wärmedämmmaßnahmen, Photovoltaikanlagen, Biomasseheizungen, Wärmepumpen und, was mir besonders ein Anliegen ist, Regenwassernutzungsanlagen. Das heißt, wir sind alle aufgefordert, hier sehr bewusst mit unserem wertvollen Trinkwasser umzugehen. Und mir ist es ein Anliegen, diese Regenwassernutzung zu forcieren, sei es für Gartenbewässerung oder für Toilettspülungen etc. Außer meinen Agenten als Stadträtin sind mir Frauenanliegen und Frauenpolitik ein besonderes Anliegen. Und darum freut es mich sehr, dass wir heuer als Stadtgemeinde Zwettl auf meine Initiative hin erstmals bei der internationalen Aktion Orange the World mitgemacht haben und hier die Brücke orange beleuchtet haben. Das ist eine Aktion während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Da wird international werden Bauwerke orange beleuchtet und somit eine Initiative gesetzt gegen Gewalt an Frauen. Hier soll das Bewusstsein geschärft werden. Wir haben heuer eine Brücke gewählt, soll ein Symbol für die Zusammenarbeit und für das Bewusstsein aller Player sein, das heißt einerseits der Betroffenen, der Behörden, der Unterstützungseinrichtungen und auch der politisch Verantwortlichen. Ich möchte hier wirklich appellieren, wir haben in Zwettl zwei wichtige Einrichtungen, einerseits das Gewaltschutzzentrum, andererseits die Frauenberatungsstelle. Betroffene sollen sich bitte Hilfe holen, sollen sich an Bekannte, Verwandte, Freunde, Nachbarinnen wenden und sich unterstützen lassen. Und ich appelliere auch an diese Personengruppen, zeigen Sie Zivilcourage und unterstützen Sie die betroffenen Frauen. Ich möchte allen in Zwettl lebenden Menschen alles Gute für das Jahr 2022 wünschen, vor allem viel Gesundheit und Lebensfreude. Die Stadtgemeinde Zwettl ist eine Gemeinde der Vereine und daher eine Gemeinde mit vielen Ehrenamtlichen. 38 Sportvereine, 33 Vereine im Bereich Kultur und Musik, 23 Dorferneuerungs- und Verschönerungsvereine und 26 freiwillige Feuerwehren prägen das Bild unserer Gemeinde. Das sind tausende Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die sich hier engagieren, ehrenamtlich engagieren, um dieses Vereinsleben aufrechtzuerhalten und damit viele wertvolle Beiträge für unsere Gemeinde und unser Zusammenleben leisten. Ich möchte allen, die sich hier engagieren, als Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl meinen besonderen Dank aussprechen. Seit vielen Jahren holen wir aber jedes Jahr einige Persönlichkeiten vor den Vorhang, um sie besonders zu erwähnen, um sie mit dem Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Zwettl nicht nur auszuzeichnen, sondern damit Danke zu sagen und vielleicht auch andere zu motivieren, sich ebenfalls zu engagieren, mitzuarbeiten, für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl zu arbeiten. Ja, mein Name ist Anna-Maria Yvonne, genannt Anneli, alle nennen mich Anneli. Vor 40 Jahren ist der damalige Kulturstadtrat Leopold Rechberger an meinen Ex-Mann herangetreten, er möge doch die Jeunesse übernehmen, das heißt die Organisation der Jeunesse-Konzerte in Zwettl. Das hat er gern gemacht und ich habe von Anfang an mitgeholfen. Und ich bin heute dabei geblieben, bin jetzt noch dabei, nach 40 Jahren. Ja, ist eine sehr schöne Tätigkeit, Kultur in die Gemeinde zu bringen. Es ist hauptsächlich klassische Musik, aber auch gute Volksmusik, manchmal auch jazzig. Es ist noch was Zweites dazu gekommen. 2011 wurde der Weltladen gegründet. Da bin ich auch seit Anfang dabei im Verkauf. Bin zwei Vormittage bin ich in der Woche im Geschäft. Und das ist auch eine sehr schöne Tätigkeit. Erstens ist es ganz was anderes, als was ich vorher gemacht habe. Und zweitens
man tut etwas Gutes und man weiß, das Geld kommt bei den Menschen an, bei denen es ankommen soll. Und ich sage dann immer, diese Menschen brauchen nicht flüchten. Das ist mir sehr wichtig. Ich empfinde das als Wertschätzung, dass es doch auch öffentlich anerkannt wird. Und das freut mich natürlich. Und ich finde es auch gut für alle Menschen, die das bisher schon bekommen haben. Eine der ersten war ja meine Freundin Gabi Kramer. Und ja, das habe ich mich auch sehr gefreut für sie und für alle, die das bekommen. Und egal in welcher Branche, ob jetzt Sport oder Medizin oder Wirtschaft oder. Ich finde es schön, wenn die Gemeinde das sozusagen anerkennt. Ich bin der Martin Fichtinger, bin ein eingeborener Zwettler. Ja, und ich habe vor knapp 5 Jahren meinen beruflichen Wunschtraum wahrgemacht und habe mein Haus mit Waren, mit Ladengeschäft an die Mängels verkauft. Ja, und bin seither im Business-to-Business-Business tätig und beliefere Firmen mit Büromaterial und Schulen mit Schulbüchern. Und muss ich wirklich sagen, mein Traum hat sich erfüllt. Mir macht es wirklich Spaß. Und das Schöne daran ist, dass mein Beruf so wie ein Hobby sich anfühlt. Und diese Zufriedenheit, die spüren, glaube ich, auch meine Kunden. Ja, dann bin ich natürlich zur Kaufmannschaft gekommen und bin dann auch zum WTM, zum Wirtschafts- und Tourismusmarketing natürlich gekommen, bin dann irgendwann in den Vorstand gewählt worden und bin seit 2012 jetzt Obmann. Ja, und so arbeiten wir für die Stadt, für die Geschäftsleute, für die Gewerbetreibenden, für die Handwerker, natürlich auch für die Gastronomie und für die Beherbergung. Das Zwettler Ehrenzeichen, das ich überreicht bekomme, ist natürlich eine Ehre und das heißt ja auch, man fühlt sich geehrt und das tue ich wirklich. Es ist natürlich eine Freude, weil das WTN zum Beispiel arbeitet ja wirklich sehr eng mit der Stadtgemeinde zusammen und bis jetzt war es wirklich so, dass es völlig egal ist, welche Veranstaltung von wem organisiert wird und durchgeführt wird, sondern wichtig ist, dass sie was tut in Zwettl und dass die Kunden und die Gäste sehen, da ist was los. Wer dann wirklich dahinter steht, ist eigentlich egal und darum ist diese Zusammenarbeit da wichtig und darum freut es mich ganz besonders, wenn von Seiten der Gemeinde so eine Anerkennung kommt. Danke. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Willi Tüchler. Ja, privat bin ich allgemein Beirat und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Zur Feuerwehr bin ich beigetreten im Jahr 1983 unter dem damaligen Kommandant Josef Floh. Das war eine recht schöne Sache, das war ein rechter Kommandant, der was sehr viel Rücksicht auf die jungen Leute genommen hat und das hat mich geprägt. Ja, und im Jahr 2011 bin ich dann zum Feuerwehrkommandant gewählt worden. Vorgehabt hätte ich das nicht, dass das so ist, aber es die Mannschaft wollte das und jetzt bin ich es halt geworden. Dieses Amt habe ich 10 Jahre inne gehabt, bis im Jänner 2021. Was auch eines meiner Sachen war, ist das, dass ich geschaut habe, dass halt die Kameradschaft immer mehr und mehr gefördert wird und die Gemeinschaft mit der Dorfgemeinschaft von Dorfrosenau, Neusiedl, zu uns gehört auch zu unserer Feuerwehr Negers dazu, dass das auch miteinander vereint ist. Also, dass wir da Gemeinschaft haben, nicht nur Feuerwehrkameraden, sondern auch die Ortsbevölkerung. Naja, das war schon schön, wie mich dann der Stadtrat angerufen hat. Ja, hat eine Neuigkeit oder eine Mitteilung für mich und hat mir das geschildert für Ehrenzeichen. Habe ich erst einmal schalten müssen. Das ist ja dieses vom Neujahrsempfang. Da wird ja alle Jahr nur ein Mitglied der ganzen Feuerwehren von der Gemeinde Zwettl ausgesucht. Und dass das mitrifft, ich war zwar ein paar Mal schon dabei, wenn das gewesen ist, dieser Neujahrsempfang, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann einmal dazu ausgewählt werde. Und diese Sache habe ich natürlich gerne angenommen. Freut mich, ist eine große Ehre. Ich muss auch sagen, ich nehme es nicht nur für mich an, sondern auch für unsere Feuerwehrmitglieder, also meine Kameraden. Mit unseren Kameraden ist das auch alles möglich geworden, dass das so ist, dass man ehrlich so hervorstechen kann. Ihr neues Kommandant habt das sicher nicht machen können, dass das so funktioniert. Aber
mit meinen Mitgliedern miteinander und meinen Kameraden ist das ganz eine tolle Geschichte. Der Beginn des 21er Jahres war geprägt von den Wahlen der Feuerwehren. Hier konnten alle 26 freiwilligen Feuerwehren unseres Gemeindegebietes wieder ihre Kommandanten und Stellvertreter wählen und angeloben. Herzlichen Dank, dass Sie da wieder die Kameraden bereit erklärt haben, Funktionen in der freiwilligen Feuerwehr zu übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Herzlichen Dank dafür. Unsere freiwilligen Feuerwehren sind nicht nur für unsere Sicherheit da, sondern sie sagen immer wieder, dass sie ein großes Maß an Kameradschaft, an Zusammenhalt in der Gesellschaft bilden. Das sagt auch die gute Nachwuchsarbeit, die da geleistet wird. Heuer konnten wir 15 neue Feuerwehrmitglieder begrüßen. Diese werden ja mit je 500 Euro von der Gemeinde unterstützt für die Erstausstattung. Für den Abschnitt Zwettl wurde ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Dieses Feuerwehrfahrzeug wurde von den Gemeinden Großgöttfritz, Schweikers, Waldhausen und Zwettl unterstützt. Aber nicht nur von den Gemeinden, sondern auch vom Land Niederösterreich und von den Freiwilligen Feuerwehren selbst kommt hier ein entsprechender Beitrag. Da der Artenschutz ein wichtiger Bereich des Feuerwehrwesens ist, werden auch laufend Übungen veranstaltet. Eine ganz interessante Übung haben wir letztens im Stadtamt selbst gehabt. Hier wurde im Keller der Keller verraucht und hier entsprechend mit den Atemschutzgeräten geübt. Ja, aber nicht nur die Ausstattung ist hier wichtig, sondern auch die Handhabung dieser Ausstattung und das konnte hier eindrucksvoll bewiesen werden. Ja, aber auch was mich besonders beeindruckt bei diesen Übungen ist, dass hier feuerwehrübergreifend die Feuerwehren sehr gut zusammenarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich und das ist eine super Sache. Die Mitglieder der Feuerwehr Moldrams haben ihr Feuerwehrhaus renoviert. Die Stadtgemeinde Zwettl zahlt ja hier die Materialkosten, aber diese vielen ehrenamtlichen Stunden, die werden von der Freiwilligen Feuerwehr, von den Mitgliedern, von den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern hier selbst geleistet. Dafür ein herzliches Dankeschön. Danke, lieber Erwin, dass du auch hier vorangehst als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Moldrams und hier sehr viel Arbeit mit deinen Kameraden hier hineingesteckt hast. Ein besonderes Anliegen ist es mir, mich bei allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihr Engagement, für ihr ehrenamtliches Engagement zu bedanken. In diesem Sinne, gut wehr und kommt bitte wieder gut von euren Einsätzen nach Hause. Im Bereich der Häuserverwaltung, da ist ja immer was los, um unsere Gebäude instand zu halten. Stellvertretend möchte ich da zwei Projekte erwähnen, die wir 2021 umgesetzt haben. Das eine sehen wir hier im Hintergrund, das ist die Renovierung der Stadtmauer. Weiters erhielt die Passage, das ist der Bereich von der neuen Stiege bis zur Schulgasse, einen neuen Anstrich. Jetzt erstrahlt das Gebäude wieder einen neuen Glanz hier in diesem Bereich. Seit 2021 haben wir eigentlich sofort mit Distance Learning gestartet. Natürlich haben wir halt dann immer wieder geschaut, dass wir mal mit den Kindern Kontakt aufnehmen können und einfach mal mit ihnen sprechen können, wie es ihnen geht und ob sie irgendwo Probleme haben. Aber es ist halt dennoch nicht zum Ersetzen mit einem normalen Unterricht. Und man hat halt dann schon wieder gemerkt, wenn es dann wieder in Distance Learning umgegangen ist oder Quarantäne war, man hat richtig die Ernüchterung von den Kindern gemerkt, wenn es gewusst haben, jetzt ist es wieder so weit, dass sie eigentlich alleine zu Hause lernen müssen. Zwar schon mit den Eltern und auch mit Geschwistern, aber es ist halt nicht das Gleiche. Die Kinder waren schon sehr, man hat richtig gemerkt, was für eine Freude sie gehabt haben, dass sie endlich wieder in die Schule kommen konnten. Wir waren sehr erleichtert und auch sehr froh, einfach wieder gemeinsam lernen zu dürfen. Und man hat halt einfach auch bei den Kindern gemerkt, das ist halt doch ganz was anderes, wenn wir gemeinsam lernen können im sozialen Verband, als wie halt dann alleine zu Hause. Ja, ich wünsche mir einen normalen Unterricht wieder, ohne Maske und ohne Distance Learning. Es ist eine gute Überbrückung gewesen, aber ich hoffe, dass es wieder alles in Normalität umkehrt. Und ich war auch schon dankbar, dass wir letztes Jahr wenigstens ein paar Projekte machen konnten, weil es ist halt doch ein anderes Lernen, als wenn alle still
in der Klasse im Frontalunterricht sind und man keine Partnerarbeit oder Gruppenarbeit oder ja, Freiarbeit machen kann. Also auf das freue ich mich schon wieder, wenn das wieder möglich ist. Ja, wir sind hier auf der Kunsteisbahn. Die wird ja heuer 30 Jahre alt, wie wir im Hintergrund sehen. Der Besitzer von der Kunsteisbahn ist die Stadtgemeinde Zwettl. Sie wird recht erfolgreich vom Eissportverein Zwettl betrieben. Das Jahr 2021 war natürlich geprägt von intensiver Funktionärssuche. Trotz medialem Aufruf hatten sich keine Funktionäre gefunden. Und nach über 30 Jahren legte Obmann Josef Leier und sein Team die meisten Funktionen zurück. Dadurch stand sogar eine Auflösung des Vereins im Raume. Darum herzliche Dankeschön an Heinz Lüdemann, der sich an Obmann zur Verfügung stellte. Das Zwettler Ferienspiel war 2021 ein toller Erfolg. Es gab über 390 Veranstaltungen, wo über 500 Kinder angemeldet wurden. Den Abschluss bildete am 28. August das Abschlussfest, das ein actionreiches Programm beinhaltete und dadurch ein guter Abschluss war. Ja, im Juli war Zwettl der Hotspot des Volleyballsports. Die niederösterreichischen Nachwuchsmeisterschaften im Beachvolleyball wurden hier ausgetragen. Die perfekte Organisation durch das Union Sparkasse Volleyballteam und Obmann Stefan Löschenbrand leistete hier perfekte Arbeit. Sportlich sehr erfreulich war, dass unsere heimischen Talente 7 von 12 möglichen Medaillen erringen konnten. Bei den Mädchen gab es zahlreiche Stockerlplätze, aber auch bei den Burschen gab es tolle Erfolge. Herzlichen Dank an das Team von Stefan Löschenbrand für die perfekte Organisation und die Durchführung dieser Veranstaltung in Zwettl. Der Sportverein Großglobnitz konnte heuer den Kabinenbau abschließen und das trotz der widrigen Bedingungen in der Pandemie. Somit konnte die Sportinfrastruktur in der Stadtgemeinde Zwettl wieder enorm verbessert werden. Die Veranstaltung Fittes Waldviertel war natürlich für das Kabinengebäude quasi die Feuertaufe. Medienberichterstattung gab es sogar im ORF und dadurch war der Bekanntheitsgrad sehr enorm, was natürlich den Anlass bietet, für nächstes Jahr wieder Fittes Waldviertel zu veranstalten. Herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfer dafür. Es hat also damit angefangen, das Jahr, dass bei der Generalversammlung 5 Funktionäre des Eissportvereins Zwettl zurückgetreten sind, aus Amtsmüdigkeit, würde ich jetzt einmal sagen, weil die alle schon über 30 Jahre Funktionäre waren beim Eissportverein. Und da bestand die Gefahr, dass der Eissportverein sich auflöst. Dann hat der Kugelbacher Karl mich angerufen, willst du auch zurücktreten? Habe ich gesagt, eigentlich habe ich es nicht vor. Hat er gemeint, nur dann machen es wir 2. Ich habe gesagt, na gut, dann machen es wir 2. Und ich mache das deswegen aus Verantwortung gegenüber dem Verein, aus Verantwortung gegenüber dem Eislaufplatz, gegenüber der Kunsteisbahn, aber auch aus Verantwortung gegenüber der Jugend, die natürlich, wie man sieht, sehr gerne den Eislaufplatz benutzt. Und es wäre schade gewesen, wenn also diese Kunsteisbahn nicht mehr eröffnet werden könnte. Begonnen hat das Ganze dann natürlich schwierig wegen der Covid-Maßnahmen. Es war gleich mal ein Lockdown und da konnten wir nur eine begrenzte Anzahl von Eisläufern aufnehmen. Gott sei Dank ist dann der Lockdown eben jetzt beendet worden. Wir können also wieder die Anzahl, die kommt, hereinlassen. Und es ist sehr erfreulich für die Jugend, dass die Kunsteisbahn offen hat. Man hört immer wieder, sind wir froh, dass wir da Eislaufen können. Ich mache also die Organisation der Kunsteisbahn recht gerne. Ich bin schon seit 1976 Funktionär beim Eissportverein. Angefangen habe ich eben über das Eisstockschießen. Bin dann also Sektionsleiter beim Eisstockschießen gewesen, Obmann Stellvertreter und jetzt in diesem Jahr also Obmann. In meinem Alter, immerhin bin ich schon 78 Jahre alt, besteht natürlich die Gefahr, dass ich irgendwann einmal nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen das machen kann. Und daher ersuche ich ganz dringend, dass sich agile, junge Leute finden, die Kunsteisbahn übernehmen. Das wäre mein großer Wunsch. Ich heiße Cornelia Krapfenbauer, bin 34 Jahre alt, lebe hier in Zwettl mit meiner 2,5-jährigen Tochter und meinem Lebensgefährten.
bin beim hiesigen Laufverein, dem SC Zwickel Zwettl, dabei und auch beim Triathlonverein, dem UAC Sparkasse Renner Langenlois. In den letzten Jahren durfte ich national einige Erfolge feiern, also durch strukturiertes Training und ja, mit viel Disziplin. Zum Beispiel die zwei Sieger beim Wachau-Marathon, 2014 und 2017, sind mir da besonders in Erinnerung, weil man das, glaube ich, nicht alltäglich erleben darf. Ja, dann war es immer ein Ziel, beim Laufen, beim Marathon unter 3 Stunden zu bleiben, das ist mir gelungen. Also es macht mich wirklich stolz, ehrt mich und freue mich sehr drüber. Ich bin ja dankbar, dass von der Heimatgemeinde einfach die erbrachten Leistungen wahrgenommen worden sind und ja, dass ich jetzt ausgezeichnet werde. Also bedeutet mir wirklich viel und möchte mir herzlich bedanken. Ich darf aus meinem Bereich Umwelt, Energie, Abwasser und Wasser berichten, was im Jahr 2021 passiert ist. Ein herausforderndes Jahr 2021, aber dennoch ist es gelungen, auch in diesem Bereich, was Infrastruktur betrifft, seitens der Stadtgemeinde Zwettl auch dementsprechend Investitionen zu tätigen. Besonders hervorheben möchte ich aus dem Energiebereich, wir haben ja im Zuge der Fertigstellung der Begegnungszone auch die Gelegenheit gehabt, also für die E-Bikes eine Ladestation zu installieren, die ist also hier beim Dreifaltigkeitsplatz auch installiert worden und daneben in Kooperation mit der EVN Wasser ist ein Trinkbrunnen installiert worden. Einer momentan am Dreifaltigkeitsplatz und ein zweiter ist schon vorbereitet und kommt beim 100-Wasserbrunnen. E-Bikes ist mir ein besonderes Anliegen. Wir haben über die Jahre immer wieder Förderungen für E-Bikes auch seitens der Stadtgemeinde geleistet. Nun gibt es die Möglichkeit, mit dem E-Bike direkt in die Innenstadt zu fahren und hier auch dementsprechend das Fahrrad dann aufzuladen. Energiebereich ein großes Thema. Wir stehen hier vor dem Stadtamt. Man sieht es hier nicht ganz genau, aber oben haben wir eine PV-Anlage installieren können heuer mit 50 kW Peak und 30 kW Peak sind installiert worden am Gebäude der Kläranlage. Das heißt, auch hier ist ein Schritt weitergegangen in die Zukunft energiepolitisch, um die Gemeinde energieautark zu machen, wo ja eigentlich das Ziel liegen sollte. Landstraße war eine große Baustelle hinauf, nicht nur Wasser, Abwasser betreffend, sondern auch Fernwärme betreffend. Das heißt, in der Landstraße wurde mit EVN Fernwärme auch die Fernwärme verlegt, was auch ein wesentlicher Beitrag ist, auch im Energiebereich, um hier dementsprechend auch die Möglichkeit anzubieten, dass sich die Hauseigentümer an die Fernwärme anschließen können. Wasser, Abwasser, ein großer Bereich, große Baustellen. Wir haben also hier den dritten Bauabschnitt in Ruttmannsheuer sozusagen abschließen können. Ein Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro. Das heißt, es ist schon dementsprechend ein großes Projekt auch für die Stadtgemeinde. Da reden wir aber doch schon von 900 Meter Regenwasserkanal, die neu verlegt worden sind, rund 550 Meter Schmutzwasserkanal und 2400 Meter Wasserleitung, die hier verlegt worden sind. Ein weiteres großes Projekt ist auch die Kläranlage. Wir haben ja momentan das Projekt Kläranlage mit der Adaptierung des Betriebsgebäudes. Das heißt, hier ist eine technische Anpassung notwendig. Wir stocken momentan das Gebäude auf. Das heißt, es wird technisch angepasst an den Stand der Technik. Und im weiteren Schritt nächstes Jahr soll es auch hier die technische Anlage erneuert werden. Auch hier reden wir von einem Gesamtvolumen von rund 750.000 Euro. Das waren sozusagen die großen Projekte Wasser, Abwasser. Ein wesentlicher Punkt, der mich auch betrifft und was ich wirklich erwähnen möchte, sind unsere Vereine, insbesondere die Dorfnahrungsvereine, Verschönerungsvereine und die Dorfgemeinschaften. Ein schwieriges Jahr, wie eingangs erwähnt, liegt hinter den Vereinen, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Möglichkeit gehabt, Ende August sämtliche Vereine auch einzuladen, hier wieder zu sprechen, was war im abgelaufenen Jahr, was wünscht man sich, wo drückt der Schuh, beziehungsweise wo geht die Reise hin, trotz schwieriger Zeiten, wenn man keine Veranstaltungen machen kann. Und da möchte ich mich wirklich bedanken bei den Vereinen, weil sie haben die Pflege über das Jahr der Grünanlagen wirklich toll gemeistert. Es ist alles passiert sozusagen, um unsere Ortschaften auch dementsprechend schön und attraktiv zu gestalten. Dafür an dieser Stelle allen Damen und Herren in den Vereinen vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Hier möchte ich auch noch erwähnen, dass wir es wieder geschafft haben, unsere Umweltförderungen sozusagen für die Dorfernährungsvereine, was das, die Förderung und die Subventionen für die Mähgeräte betrifft, die wieder ins Leben zu rufen. Mit 1. Jänner 2022 gilt es hier wieder die Unterstützung seitens der Stadtgemeinde. Besonderes bedanken darf ich mich auch bei der Gemeinschaft Groß-Globnitz,
die also hier die Kircheninnensanierung vorangetrieben haben und sehr viele Stunden auch an Eigenleistung investiert haben. Dafür vielen herzlichen Dank. Mein Ressort beinhaltet in erster Linie Raumplanung, Verkehr im Allgemeinen und Alltagsradverkehr im Besonderen. Wir sind hier jetzt in der Weitrer Straße. Da gibt es eine neue Verkehrsinsel für unsere Fußgänger. Das hat den Vorteil, dass die Fußgänger sicherer sind. Das hat den Vorteil, dass aus der Südhangstraße der Verkehr jetzt sicher in die Weitrer Straße einbiegen kann. Wir versuchen auch, Verkehrsschilder möglichst wenig und die Eigenverantwortung des Verkehrs möglichst zu stärken. Da ist der Waldviertel-Autofahrer noch etwas lernfähig. Die Begegnungszone in der unteren Landstraße ist natürlich auch so ein Thema. Dort wäre 20 Stundenkilometer vorgeschrieben. Manche fahren 30, aber manche auch schneller. Und das wird auch ein Ziel sein, dass dort eben wirklich die 20 km/h wirklich gefahren werden. Ja, im Bereich der Alltagsradwege, das ist mir ein besonderes Anliegen. Und in diesem Sinne haben wir von allen Pfarrorten in Zwettl haben wir Alltagsradwege eingezeichnet. Und die meisten sind sehr sicher und schnell. Aber es sind kurze Stücke, die noch verbessert werden müssen. Und ein weiterer Bereich meiner politischen Tätigkeit ist die Raumplanung. Und in der Raumplanung geht es darum, möglichst langfristig Konzepte zu erstellen, wie die Räume und die Flächen gewidmet werden. Ganz wesentlich ist ein Punkt, und zwar das Bauland-Wohngebiet oder Bauland-Agrargebiet, wo eben Wohnen stattfinden kann. Für unsere jungen Familien, für unsere Zugezogenen, die wieder ins Waldviertel ziehen wollen und hier den Lebensmittelpunkt sehen wollen, um auch die Widmung hier voranzutreiben, gibt es eben ein Gremium, das auch aus Sachverständigen besteht, das aus sehr versierten Mitarbeitern besteht, die viel Know-how einbringen in die Raumplanung. Ja, ich arbeite in Zwettl auf der Interne 2. Wir sind Corona-Station seit fast Anbeginn mit ein bisschen Sommerpause. Wir haben sehr viele schwere Situationen gehabt, aber auch wirklich eine nette, also der Zusammenhalt von der Station hat mich schon sehr begeistert. Wir haben sehr viel geschafft und wir haben auch an Patienten geschaut, dass einer so gut wie möglich die Situation verbessert. Es ist leider nicht oft einfach, weil es geht einer echt oft sehr, sehr schlecht. Sie haben wirklich Atemnot, haben Angst, sind alleine, es kann kein Angehöriger kommen. Und jede Altersgruppe halt eigentlich. Ja. Also wir haben Frauen, die die Babys erwarten, die Kinder müssen geholt werden. Es geht einer echt schlecht. Sie müssen auf die Intensivstation dann, können die Babys natürlich dann nicht haben und ich meine, natürlich psychisch da eine Ausnahmesituation. Gott sei Dank, in meinem Umkreis sind alle geimpft, bin sehr froh und dankbar darüber. Es ist auch meine Tochter bereits geimpft, was mir auch sehr wichtig war. Ja. Einfach natürlich wieder ein halbwegs normales Leben. Wohin gehen, Freunde treffen, gemütlich einmal irgendwo in einem Schanigarten sitzen. Endlich wieder mal. Das, ja, ich glaube, das, was sich jeder einfach wünscht. Ganz normal. Das war aber, ich muss auch irgendwie wieder lernen. Dieses Normale. Also mein Name ist Bruno Hoffmann, bin in Zwettl geboren, in die Schule gegangen in Zwettl, Volksschule, Hauptschule, Handelsschule in Wien. Beim Roten Kreuz selber. Ich bin jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war ich von 1972 bis 1991.
und jetzt in der Pension, ich habe bis 66 gearbeitet, habe ich wieder als ehrenamtlicher Mitarbeiter begonnen. Für mich ist das Hobby. Es macht mir richtig Spaß, beim Roten Kreuz zu sein. Von den Stunden her mache ich mehr als wir die Hauptberuflichen. Ich arbeite 5 Tage in der Woche ehrenamtlich, weil ich es gern mache. Und das passt auch gut zusammen. Ich bin ein Pfadfinder, nicht? Dann sagt man jeden Tag eine gute Tat. Und beim Roten Kreuz ist das Motto ja aus Liebe zum Menschen. Es passt ja wunderbar zusammen. Ich war total überrascht. Ich freue mich sehr, muss ich schon sagen, weil ich mit dem nicht gerechnet habe. Und ich mache es ja nicht, damit ich irgendwas kriege. Ich mache das für mich, ja, weil es mir einfach wirklich so viel Freude bereitet. Ich möchte nun einiges Aktuelles berichten aus dem Landesklinikum Zwettl und über die Versorgung von Covid-positiven Patienten im Waldviertel. Wie wir alle wissen, wir haben das sogenannte GWZ, das heißt das Spital Gmünd, Waldhofen der Theier und Zwettl, eine Anstalt, 3 Häuser im oberen Waldviertel. Und wir versorgen gemeinsam mit Horn und Allensteig zusammen die Patienten unserer Region und natürlich auch die Covid-positiven Patienten. Es besteht diesbezüglich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Häusern und auch den Pflegeeinrichtungen. Und das ist besonders wichtig. Die Stadtgemeinde Zwettl organisiert eine Kinderimpfstraße in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, mit dem Notruf 144 und dem Landesklinikum Zwettl. Und zwar der Leiter der Abteilung bei Marius Dr. Jarosch mit seinem Team, mit den Oberärzten in Kooperation mit unserer Betriebsärztin nehmen also diese Impfungen vor. Diese Impfstraße basiert natürlich auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Was gibt es Neues am Klinikum in Zwettl? Wie Sie vielleicht wissen, ist Herr Primarius Dr. Meyerhofer nach seiner 29-jährigen Tätigkeit als Chef der Chirurgie in den wohlverdienten Ruhestand getreten und sein erster Oberarzt, Dr. Christian Zwettler, hat die Nachfolge angetreten. Es war uns ein sehr, sehr großes Anliegen, mir als Direktor des Hauses und auch als Gesundheitsstadtrat, dass wir das volle Leistungsspektrum für unsere Bevölkerung erhalten können. Und was bedeutet das? Das heißt, die Gründung eines Brustgesundheitszentrums im Waldviertel mit den Standorten Horn und Zwettl, die Fortführung einer Gefäßchirurgie, die bereits seit vielen Jahren bei uns also durchgeführt wird, dann die Behandlung von Krebspatienten, die moderne endoskopische Chirurgie und das sogenannte Tumorboard. Das ist ganz besonders wichtig für uns alle. Im März 2021 nahmen wir die neue Krankenpflegeschule in Betrieb. Und zwar wurde hier von der Landesgesundheitsagentur 2,2 Millionen investiert. Und wir haben hier ein sehr modernes Unternehmen bekommen. Es ist uns ganz wichtig im Waldviertel, dass wir gerade unserer Jugend hier Bildung anbieten. Derzeit besuchen 115 Schülerinnen und Schüler diese Schule unter der Leitung von der Frau Direktor Dr. Grubmüller-Martina. Wenn wir hier keine Möglichkeit haben, eine Schule zu betreiben, dann werden junge Leute aus unserer Region abwandern und wahrscheinlich teilweise nicht mehr zurückkommen. Sie haben hier die Chance, eine Top-Ausbildung zu absolvieren und auch nachher einen Arbeitsplatz zu bekommen. Wir unternehmen alles von Seiten der Landesgesundheitsagentur und auch von Seiten der Stadtgemeinde, einem Pflegenotstand entgegenzusteuern. Deswegen umso besser, dass wir diese Bildungseinrichtung haben. Und wir brauchen die Schwestern ganz, ganz dringend, das muss ich nochmal sagen, in den Spitälern, in den Rehab-Einrichtungen, in den Pflegeheimen und in weiteren mobilen Einrichtungen. Als ehrenamtlicher Obmann möchte ich ein paar Worte zur Bürgerstiftung Seniorenheim St. Martin in Zwettl sagen. Unser Pflegeheim hat 117 systemisierte Betten und 120 Mitarbeiter unter der Leitung von Herrn Direktor Franz Oels betreiben hier eine fachlich hohe Pflege. Und es wird besonderer Wert auch darauf gelegt, dass dieser Betrieb auch wirtschaftlich geführt wird. Wir bilden jährlich Rücklagen. Wir brauchen auch dieses Geld. Und zwar, wir investieren. Wir sanieren und werden jetzt eine neue Küche bauen und das Ganze dient zur Verbesserung der gesamten Infrastruktur. Ich möchte nun ein paar Worte zur gesunden Gemeinde sagen. Im Jahr 2006 wurde ein Arbeitskreis für Gesundheit und Soziales im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung gegründet und danach kam es dann zur Ernennung der gesunden Gemeinde. Wir haben in Zwettl schon viele hohe Auszeichnungen, eine Grundzertifizierung
und 3 sogenannte gesunde Plaketten. Dieser Arbeitskreis, der 2006 gegründet wurde, funktioniert bis zum heutigen Tag. Und in Kooperation mit der neuen Themenwerkstatt gibt es jetzt neue Ideen. Nach einer Begehung der Stadt durch die Bürger und einer demokratischen Befragung haben wir herausgefiltert, was ist uns wichtig. Und wir nehmen hier Rücksicht auf die Ziele Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Das ist besonders wichtig. Und wir schauen auch auf die gesunde Schule, dass wir gerade hier in der Jugend einiges unterstützen. Ja, ich möchte zum Schluss noch einen Appell an unsere Bevölkerung richten mit der großen Bitte, lassen Sie sich impfen. Sie schützen sich damit selbst und die anderen Menschen in ihrem Umfeld. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Normalität mit all ihren Vorteilen. Das empfehle ich aus persönlicher Erfahrung und Überzeugung. Danke. Das Jahr ist seitdem für uns recht turbulent, aber in erster Linie einfach nur schön und wir genießen wirklich die Zeit. Wir haben im Juni Nachwuchs bekommen, unser Sohn Hugo ist zur Welt gekommen. Ja, es war eine schwierige Situation, es gab im Spital strenge Vorschriften, aber ich durfte dabei sein. Ich war den ganzen Tag mit, es war ein langer, intensiver Tag und ich war sehr froh, dass ich mit war, weil es doch ein besonderes Ereignis ist und ich glaube, es ist auch wichtig für die Partnerin, dass die Unterstützung hat. Und die NG und ich haben den Tag gut gemeistert und am Ende war nur mehr Glück. Ja, haben uns wirklich gefreut und ist alles gut gegangen. Die Stadtgemeinde hat uns gesagt, wir kriegen ein Bäumchen anlässlich der Geburt unseres Sohnes. Das ist eine echt eine nette Aktion, das hat uns voll gefreut und wir haben uns dann einen Griechelbaum ausgesucht. Und im Oktober ist der Bürgermeister gekommen, hat uns den überreicht und auch ein kleines Namensschildchen hat er mitgebracht. Und wir haben den Baum eingepflanzt und hoffen, dass er irgendwann einmal reiche Früchte trägt. Vielleicht können wir ja zum 18. Geburtstag vom Hugo einen Griechelschnaps draus machen. Vielleicht geht sich das aus. In 2021 feierten wir 20 Jahre niederösterreichische Stadtmauerstädte. Das heißt, vor 20 Jahren schlossen sich mehrere Stadtmauerstädte zu einer Kooperation zusammen, um die historischen Stadtmauern und die Stadttürme gemeinsam zu bewerben und eben die Historie darüber zu erzählen. Und aus dieser Kooperation entstehen jedes Jahr mehrere Projekte. Unter anderem haben wir 2021 das sogenannte Hieronymus-App umgesetzt für Zwettl. Hieronymus-App, das ist ein Handy-App. Das heißt, man kann mit dem Handy bei den Sehenswürdigkeiten wie hier beim 100 Wasserbrunnen, bei den Tafeln, die wir hier sehen, das sind grüne Tafeln mit dem Zeichen Hieronymus, hier kann man sich das Hieronymus-App herunterladen und dann die Sehenswürdigkeiten eine nach der anderen begehen und sich die Geschichte erzählen lassen. Das heißt, wir haben natürlich geführte Stadtrundgänge, aber das ist ein unabhängiger Stadtrundgang auch ohne Stadtführer. Aber die Stadtführer sind durch nichts zu ersetzen. Das heißt, das Erlebnis mit unseren erfahrenen Stadtführern wird sehr gern auch angenommen von unserer Bevölkerung, aber auch von den Gästen. Besonders beliebt sind hier die Genussstadtführungen und die Braustadtführung. Unsere Braustadt Zwettl ist ja weithin bekannt. Ja, besonders wichtig für den Tourismus ist auch unser Rathausmarkt, den wir seit Jahren vor dem alten Rathaus eben jeden Samstagvormittag abhalten. Und heuer gab es als besondere Attraktion auch ein Showkochen mit der Umwelt- und Energieagentur, das sehr gern angenommen wurde. Das wollen wir 2022 verstärken. Das heißt, es wird einen Pop-up-Gaststand geben, wo immer wieder verschiedene Aussteller, die auch hier teilnehmen können. So gibt es immer wieder Überraschungen auch für die Kunden, für die Stammkunden hier beim Zwettler Rathausmarkt. Eine große Besonderheit gibt es seit 2021 auf der Website der Stadtgemeinde Zwettl, und zwar den 360-Grad-Stadtplan. Hier wurde in Zusammenarbeit mit Schubert und Franzke, das ist jene Firma, die auch die Radkarten oder die Wanderkarten für Zwettl macht, wurde dieser Stadtplan mit hochwertiger Auflösung, Bildqualität eben hergestellt.
Und man sieht dann so aus der Vogelperspektive, aus der Satellitenperspektive die Stadt und das Umland und kann sich in die Sehenswürdigkeiten bzw. in die Bereiche, die man näher sehen möchte, hineinzoomen. Es gibt auch 360-Grad-Aufnahmen in Gebäuden, in den Kirchen, in Schloss Rosenau und so weiter. Also wirklich sehenswert. Bitte sehen Sie sich das an. Das Tourismusjahr 2021 war während des Sommers wieder sehr erfolgreich. Wir hatten schon 2020 wirklich einen tollen Sommer, sehr gute Nächtigungszuwächse. Es gab beinahe 50.000 Nächtigungen von Mai bis Oktober. Aber heuer hatten wir genau in diesem Zeitraum über 51.000 Nächtigungen im Stadtgebiet Zwettl, also wirklich sehr erfolgreich. Und die Hauptmotive, warum die Gäste zu uns kommen, ist vor allem das Radfahren und das Wandern. Der Tourismus ist ja auch wichtig für unsere Wirtschaftsbetriebe, denn die Gäste, die zu uns kommen, konsumieren, die Gäste kaufen in Zwettl ein. Und das Jahr 2021 war wirklich wieder sehr herausfordernd für die Betriebe, eine Berg- und Talfahrt. Und trotzdem gibt es Menschen bei uns in Zwettl, die Mut haben und auch in so einem schwierigen Jahr den Gedanken hegen, zu gründen, ein Unternehmen selbst auf die Beine zu stellen. Eine Unternehmerin davon ist Sonja Penz, die hier im Zwettlbad ihre Selbstständigkeit begründet hat. Und wir sind so froh, wirklich wieder ein tolles Angebot für unsere Zwettlbad-Gäste zu haben. Ein anderer junger Unternehmer gründete in Gschwendt in der Nähe von Zwettl einen Gewerbebetrieb, ein Elektrounternehmen. Elektrikermeister Michael Mühlbacher. Auch das ist besonders erfreulich, dass auch wieder junge Gewerbebetriebe entstehen. Aber auch andere bestehende Unternehmen haben wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen, wie zum Beispiel wie VNet. Hier hat Vater Josef Meierhofer an seine Tochter die Geschäftsführung übergeben. Auch ein sehr mutiger Schritt. Und es freut mich, dass unsere Zwettlerinnen und Zwettler wirklich unsere Unternehmen hier unterstützen in der Region und in Zwettl und vor Ort auch einkaufen, sei es jetzt in Präsenzform im Geschäft, wenn es wieder möglich war, beziehungsweise auch über die Online-Shops. Also ich habe das vielfach als Rückmeldung gehört. Wir bleiben bei unseren Geschäften, wir halten zu unseren Unternehmen und da bin ich stolz auf unsere Bevölkerung. In mein Ressort fällt auch die Weihnachtsbeleuchtung. Und heuer gibt es ein paar Neuerungen. Und zwar haben wir das erste Mal am Beginn der unteren Landstraße Ornamentsterne in den Laubbäumen. Und entlang der Landstraße, der neuen Begegnungszone, wurden die schönen neuen Laternen auch wieder mit Beleuchtung ausgestattet. Und besonders schön und wichtig war auch, dass hier an der Postkreuzung ein neuer Luster installiert wurde, der die Landstraße überspannt und so man von einem Luster zum nächsten sieht und eben in weihnachtliche Stimmung kommt. Voller Elan und Tatendrang starten wir in das neue Jahr. Viele Projekte und Vorhaben sind geplant. Und gemeinsam mit Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, möchten wir diese umsetzen. Den finanziellen Rahmen
in der Höhe von rund 26,5 Millionen haben wir im letzten Gemeinderat beschlossen. Nun möchte ich Ihnen ein paar Punkte aus dem Budget erörtern. Für unsere 26 Feuerwehren haben wir rund 403.000 Euro reserviert. Um unsere 615 Kinder in unseren 10 Kindergärten und 9 Volksschulen bestmöglich betreuen zu können, haben wir ein Budget von 1.823.000 Euro reserviert. Etwas ganz Wichtiges haben wir im letzten Gemeinderat beschlossen. Es gibt im heutigen Jahr wieder sämtliche Förderungen und Subventionen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Umwelt, die Fassadenförderung, die Wohnbauförderung und die Unterstützung bei der Ergänzungsabgabe. Unterstützungen für unsere Feuerwehren und Dorferneuerungsvereine. In Summe sind rund 480.000 Euro reserviert. Wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fragen dazu haben, wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter, die können Sie dabei unterstützen. Für unser Kulturleben und für die sportlichen Aktivitäten in unserer Gemeinde haben wir auch Geld budgetiert. Im Bereich der Kultur rund 426.000 Euro und im Bereich der sportlichen Aktivitäten rund 310.000 Euro. Wir möchten Sie auch ganz herzlich wieder einladen, sich an den Themenwerkstätten der Stadterneuerung zu beteiligen. Wenn es die Rahmenbedingungen erlauben, laden wir Sie ein, im Bereich Wirtschaft, Tourismus, Gesundheit und Soziales, Verkehr, Umwelt, Sport und Jugend und im Bereich Kultur sich einzubringen und Ihre Ideen dort vorzutragen, und wir schauen, dass wir diese in der Gemeinde umsetzen können. Natürlich haben wir auch ein sehr weitläufiges Straßennetz, rund 400 Kilometer. Auch für diesen Bereich haben wir Geld vorgesehen, rund 2,6 Millionen Euro. Und was die Infrastruktur betrifft, Kanal- und Wasserversorgung, möchte ich Ihnen hier nur ein paar Zahlen nennen. Wir betreuen 120 Kilometer Kanalnetz. Und dieses ist natürlich mit Sanierungen verbunden. Hier haben wir 3,4 Millionen Euro reserviert. Und für das Wasserleitungsnetz im Ausmaß von 82 Kilometer haben wir budgetmäßig 1,7 Millionen vorgesehen. Gemeinsam mit Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, freuen wir uns auf viele Begegnungen und Gespräche. Und wie sagte Aristoteles einmal, wir können den Wind nicht ändern. Aber gemeinsam können wir die Segel anders setzen. In diesem Sinne freue ich mich auf ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr. Geschätzte Zwettlerinnen und Zwettler, viel lieber hätte ich Sie alle heute persönlich getroffen. Ich freue mich aber, dass ich zunächst auf diesem Weg alles Gute für das neue Jahr wünschen darf. Es ist unser zweites Neujahr in einer herausfordernden Zeit. Eine Zeit, in der wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher noch näher zusammenrücken und zusammenstehen. Dafür gilt Ihnen allen mein ganz persönliches Dankeschön. Den Zwettlerinnen und Zwettlern, unseren Pädagoginnen und Pädagogen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Blaulichtorganisationen, unserem Gesundheitspersonal und den tausenden Ehrenamtlichen in unserem Land. Geschätzte Damen und Herren, bei all den Herausforderungen, die vor uns liegen, stimmt mich eines positiv, dass bei uns in Niederösterreich das Wir größer ist als das Ich, das Miteinander größer ist als das Gegeneinander. Und dass dem so ist, wird vor allem auch die Auszeichnung vieler großer Tochter und Söhne Zwettels, die hier im Rahmen des Neujahrsempfanges geehrt werden, deutlich. Das wollen wir auch besonders hervorstreichen im Jubiläumsjahr 100 Jahre Niederösterreich. Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr und ich freue mich schon jetzt auf persönliche Begegnungen im neuen Jahr. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel geben uns die Möglichkeit, sowohl zurückzublicken, aber auch mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Das abgelaufene Jahr hat Spuren hinterlassen, Spuren wie noch selten zuvor. Wir alle wurden getroffen und herausgefordert. Aber alle gemeinsam haben wir im Jahr 2021 unheimlich viel geleistet. Von ganzem Herzen danke ich Ihnen, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre wertvolle Arbeit im abgelaufenen Jahr. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei der Frau Vizebürgermeister, bei den Stadt- und Gemeinderäten sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stadtamt, dem Bauhof und der Kläranlage für ihre stets engagierte Arbeit zum Wohle unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sehr herzlich bedanken. Nach dem Blick zurück auf das, was war, muss aber nun der Blick nach vorne ausgerichtet sein. Auch im vor uns liegenden Jahr wird ein ganz besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit der Widmung und Mobilisierung vom Bauland sein. Voraussetzung dafür, dass junge Familien in der Gemeinde ihren Lebensmittelpunkt gestalten können, dass sich aber auch Betriebe ansiedeln und entwickeln können, ist die Verfügbarkeit vom Bauland. Wir sind daher als Gemeinde gefordert, neue und kreative Konzepte zu entwickeln, um Bauland zu mobilisieren und dann auch widmen zu können. Wir brauchen auch mehr Wohnungen in der Stadt und ich hoffe, dass die geplanten Projekte im Jahr 2022 auch der Realisierung tatsächlich einen Schritt näher kommen. In einer Zeit, wo der Bodenverbrauch eingeschränkt werden muss, ist es aber auch wichtig, dass wir verstärkt alte und leerstehende Gebäude wieder sanieren und einer Nutzung zuführen. Der Sanierung und dem Ausbau unseres Straßennetzes wird auch im Jahr 2022 wieder eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Straßen sind ja im ländlichen Raum die Grundlage sowohl für den Individualverkehr sowie auch für den öffentlichen Verkehr, denn auch die Busse, die als öffentlicher Verkehrsmittel eingesetzt sind, brauchen Straßen, um eben unterwegs sein zu können. Es ist ganz wichtig, dass vom Land Niederösterreich die Umfahrung Groß-Globnitz weitergebaut wird und dass an den Planungen der Umfahrung Merzenstein weiter gearbeitet wird. Sowohl der Radtourismus sowie auch der Alltagsradverkehr gewinnen auch in unserer Gemeinde immer mehr an Bedeutung. Es ist deshalb ganz besonders wichtig, auch Alltagsradwege zu erschließen, um mit dem Fahrrad aus allen Orten unserer Gemeinde sicher in die Stadt Zwettl gelangen zu können. Daher arbeiten wir seit Sommer des vergangenen Jahres an einem derartigen Konzept, welches wir demnächst präsentieren werden. Während der Zeit der Corona-Pandemie hat Homeoffice und Homeschooling enorm an Bedeutung gewonnen. Eine leistungsfähige Internetverbindung ist dafür aber die Voraussetzung. Wir werden daher eine intensive Planung starten, um für den Glasfaserausbau in unserem Gemeindegebiet die entsprechenden Voraussetzungen schaffen zu können. Auch der Klimawandel macht vor der Stadtgemeinde Zwettl nicht Halt. Wir sind daher gefordert, einerseits das Klima zu retten, andererseits aber auch den Wohlstand zu bewahren. Vor allem sind wir aber gefordert, unser Energiesystem umzubauen, weg von den fossilen Energieträgern hin zu den erneuerbaren Energieträgern. Im Gemeinderat haben wir daher auch ein Umweltförderprogramm beschlossen, welches seit dem 1. Jänner 2022 auch Gültigkeit hat und von den Bürgerinnen und Bürgern auch genutzt werden kann. Die Gemeinde möchte mit diesem Programm Maßnahmen fördern, welche den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß verringern helfen. Gefördert werden sollen die wärmetechnische Sanierung der Wohnhäuser, die Errichtung von Photovoltaikanlagen, der Einbau von Wärmepumpen sowie die Errichtung von Pellets- und Hackgutheizungen und auch die Anschaffung von Pelletsöfen. Unser Bundesland Niederösterreich ist heuer 100 Jahre alt. Das heißt, seit 1922 ist Niederösterreich ein eigenes Bundesland.
Dieses Jubiläum wird im ganzen Land gefeiert werden. Am 25. und 26. Juni dieses Jahres soll es dazu in jeder Bezirkshauptstadt ein Fest geben. Die ersten Vorbereitungen dazu haben bereits zu laufen begonnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in unserer Bezirksstadt Zwettl dazu ein Fest mit großer Beteiligung der Vereine und Organisationen durchführen können. Wenn es Corona ermöglicht, dann wollen wir den im Vorjahr geplanten Festumzug anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Großgemeinde am 18. September dieses Jahres nachholen und durchführen. Und auch dazu sind alle Vereine und Organisationen im Gemeindegebiet sehr herzlich eingeladen, mitzuwirken. Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, gemeinsam wird es uns gelingen, auch diese schwierige Zeit durchzustehen. Daher ersuche ich Sie, sind wir dankbar für das, was wir gemeinsam erreicht haben und nicht traurig und ungeduldig über das, was gerade nicht möglich ist. In einem Zitat von Marie Ebner von Eschenbach heißt es, wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an die eigene Kraft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.